August 2004, Las Vegas, wie immer das Turnier mit der letzten Möglichkeit, sich für die Ausscheidungskämpfe zu qualifizieren. 4.930 Zuschauer im Grand Ballroom vom Bellagio Hotel in Las Vegas sahen das Finale dieses Turniers zwischen dem Belgier Brecht Wallace und Mighty Mo aus den USA, der Mann mit einem rechten Hammer, der schon viele Gegner ins Land der Träume geschickt hatte. Wir haben vorhin seinen Sieg schon gegen Mighty Mo gesehen. Und nur der Sieger dieses Fights, der zog in die Elimination-Kämpfe ein. Also Brecht Wallace aus Belgien oder Mighty Mo? Das war die Frage bei diesem Turnier von Las Vegas. Das Turnier der letzten Chance, die letzte Fahrkarte für die Elimination Fights 2004 galt es zu ergattern. Auch hier hören Sie wieder die japanischen Kommentare im Hintergrund. Auch die waren nicht ganz von unserer Tonspur zu verbannen. Brecht Wallace, ein sehr gut trainierter, athletischer Fighter mit einer gut ausgebildeten Figur. Er hatte sich hier relativ überraschend in dieses Finale vorgekämpft. Brecht Wallace in der Rechtsauslage, das heißt, er ist Linkshänder, seine Schlaghand ist die linke. Mighty Mo steht in der Normalauslage mit der linken Schulter, dem linken Fuß in der Auslage links, das heißt, er holt sich die Kraft, die Schlagkraft aus der rechten. Da ist der Weg zum Gegner etwas länger und diese Distanz, die braucht man, um die Faust gut zu beschleunigen. Mighty Mo, immer einer, der ein bisschen gelassen, ein bisschen zurückhaltend wirkt, bis er die Chance hat, mit der Rechten durchzukommen. Hier hatte er die erste Gelegenheit in diesem Duell gegen Brecht Wallace, der als Außenseiter gestartet, hier seine Chance nutzen wollte und die Elimination, die Ausscheidungskämpfe erreichen wollte. Mo ist einer, der es versteht, seine Gegner manchmal so ein bisschen einzuschläfern, aber der dann explodieren kann, wenn die Lücke da ist. Wenn sein Gegner eine Schwäche zeigt, dann ist Mighty Mo da. Und bei ihm muss man in jeder Zeit, in jeder Phase des Kampfes darauf gefasst sein, dass die Rechte kommt. Und damit kann er mit einem einzigen Schlag einen Kampf beenden. Wir haben es eben gesehen, wie er Gary Goodrich schlug. Und auch hier war er im Finale der Favorit gegen den Belgier Brecht Wallace. Also die erste Runde. Warum? Nun also ging es in Runde 2. Mighty Mo hatte sich noch nicht so recht entfalten können. Brecht Wallace hatte es ganz gut verstanden, hier in diesen ersten 3 Minuten die Rechte von Mighty Mo weitgehend auszuschalten. Jetzt der Kick am Anfang dieser zweiten Runde ein bisschen zu tief, aber klar zu erkennen, dass das keine Absicht war, deshalb gibt es auch keine Ermahnung oder gar Bestrafung von Seiten des Ringrichters. Mighty Mo war 4月のLas Vegas-Tournament. Hier war er auch.
相手の攻撃で膝へのダメージがあったそうです。これでその先に進むことができませんでした。再び掴んだビッグチャンス、そして初めて掴んだビッグチャンスはブレック・ウォリス。Brett Wallace wirkt ein bisschen steif in manchen Phasen. Ein kantiger, unbequemer Kämpfer, der auch sofort immer versucht, die Schlaghand einzusetzen. これも K1 デビューして、この試合で6戦目になります、マイティー・モーです。Kurze Unterbrechung, da ist der Mundschutz von Mighty Mo rausgefallen, zu Boden gegangen und darf dann kurz gereinigt werden und dann wird er im Mund gesteckt und weiter geht's hier in diese zweite Runde. Ja, und das war ein Aufblitzen der starken Rechten von Mighty Mo. Und wieder bringt er die Rechte, noch trifft er nicht ganz, noch hat er sich nicht so richtig eingeschossen. Aber auch da war ganz schön PS hinter, auch wenn sie nicht voll am Kopf ankamen des Belgiers. Auch versucht er mit der linken der Führhand den Gegner ein bisschen unter Druck zu setzen und dann, sobald sich die Chance bietet, die Schlaghand zu bringen, dann die Rechte auszufahren. Und da sehen wir schon eine Platzwunde am Kopf des Belgiers. Da kommt aber auch Wallace mal gut durch mit seiner Schlaghand der Linken. Und dann strauchelt Mighty Mo. Muss noch ein, zwei Kicks hinnehmen. Und das die stärkste Phase bislang von Brecht Wallace, der zwar blutüberströmt ist mittlerweile, aber anscheinend die Übersicht behält. Doch Mighty Mo schlägt zurück. Zweimal die Rechte ganz hart am Kopf von Brecht Wallace. Und wieder schlägt die Rechte ein. Jetzt spüren die Zuschauer hier auch im Bellagio Hotel, dass dieser Kampf sich entscheiden könnte in den wenigen Sekunden, die in dieser zweiten Runde noch bleiben. Und dann kommt die Rechte und da gibt es kein Aufstehen mehr für Brecht Wallace. Das war der Turniersieg für Mighty Mo im Jahr 2004 in Las Vegas.